So, hallöchen, damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute in einer neuen Aufnahme auf der Karte Eppstein. Es ist, soweit ich gesehen habe, ein Weiterbau an der Karte Nürtigen Version 5. Und der macht ein paar Neuerungen. Und zwar, zum einen fahren wir mit einem relativ neu erschienenen Bus. Den gibt es eben nicht im OMSI-Forum, den habe ich irgendwo anders gefunden. Und zwar ist das ein Carosa Stadtbus, 18 Meter Gelenkbus. Irgendwie in Kooperation mit Irisbus, wie wir da hinten sehen können und da vorne. An dem wunderschönen runden Delfin. So, und das fahren wir heute mal ein kleines Ründchen. Und ja, zum anderen stehen wir auf dem Betriebshof und zum dritten, zum ersten, zum zweiten und zum dritten, genau, habe ich jetzt ein neues Mikrofon. Ich weiß nicht, ob man das so wirklich hört, aber auf jeden Fall vereinfacht das für mich einiges. Es deaktiviert sich nicht, wenn ich dagegen komme und ja, es ist einfach hochwertig. Es ist nämlich das Rode NT1A, so, habe ich es auch mal erzählt. Bei anderen Let's Play-Projekten wird es aber so sein, dass da noch viele, viele Folgen mit dem alten Mikrofon kommen. Ich werde dann mal ankündigen, ab wann es dann mit dem neuen Mikrofon ist. Liegt einfach daran, dass ich öfters mal nicht da bin und deswegen andere Projekte, mal abgesehen von OMSI, was ich immer relativ aktuell halte, etwas im Voraus produziere. Was auch bei Story-Spielen, finde ich, legitim ist. So, wir fahren heute eine Runde auf der 104. Wir stehen auf dem Betriebshof. So, ich starte vielleicht mal ganz kurz die Elektrik. So, wunderbar. Ach, das Matrix macht irgendwas. Hab irgendwie festgestellt, dass wir da vorne eine Buse-Matrix haben, soweit ich weiß. So eine Vollmatrix, das heißt, da werden wir nicht schildern können, aber an der Seite können wir schildern. So. Starten wir mal hier den Motor. Hört sich sehr interessant an, das Teil, muss ich sagen. So, treten wir vielleicht mal alles durch, was wir haben. Wunderbärsch. Also, Lenkrad funktioniert. Ich kann es auch viel besser mit dem Lenkrad durchgreifen. Das ist für mich jetzt eine unglaubliche Erleichterung. Jo. Und die Sonne scheint mir auf dem Bildschirm. Das hat sich trotzdem nicht geändert. So, wir fahren jetzt erstmal eine Runde zum ZOB. Da fahren wir nämlich los auf die 104, wo wir einen Fahrplan hängen haben. Weiß ich leider nicht. So, fahren wir, wir fahren. So, fehlt zwar noch ein bisschen Druckluft, aber ich glaube, die können wir dann im Laufe der nächsten Meter, wobei wir laufen die nächsten Meter ja gar nicht, wir fahren die ja. Deswegen wäre das ja gelogen. Also in der Fahrt der nächsten, außenrum, gell, außenrum. Ich finde das Dashboard sehr interessant. Das ist so ein typisches Carosa-Dashboard. Okay. Erstmal Betriebshof mitnehmen. Okay. Ja, ich fahre gut, muss ich sagen. Es ist einfach eine Pracht. Aber ich finde, der gefällt mir gerade vom, vom Außendash. Boah, ist das laut. Gerade hier von außen richtig, richtig gut. Also das ist echt schön geworden. Wir haben auch vier Türen, die den Vorteil in der Steuerung haben, dass wir nur zwei Türknöpfe haben. Erste Tür mit dem ersten Türknopf. Und zweite bis vierte Tür mit dem Türknopf für die zweite Tür. Finde ich ja ganz praktisch. So, wir sind andere Endhaltestellen. So, einmal darum. So, kommt denn da was? Da ist frei. So, dann können wir mal hier rum. Er fährt sich auch sehr interessant, muss ich sagen. Also ich bin ja schon mal eine kleine Testrunde gedreht, damit ich weiß, was mich hier so erwartet. Jetzt weiß ich einigermaßen, was mich erwartet. Aber halt noch nicht vollständig. So, ZOB einmal rechts rum und ich sehe fast nichts. Ja, da fahren wir noch rüber. Weil mir die Sonne auf dem Bildschirm knallt. Ja, das ist toll. Weißt, gerade hier war noch draußen fast Weltuntergangsstimmung. Und jetzt scheint die Sonne und es wird warm. So, wo müssen wir da vorne hin? ZOB, einmal links rum. Okay. Grün haben wir auch. Und dann bin ich mal gespannt, wie lang denn die Linie ist. Also laut Fahrplan eine Viertelstunde. Irgendwie sind alle Linien hier relativ kurz. Bis auf die 201 ist das, glaube ich. Das ist die ehemalige Linie 74. Die ist relativ lang. Die wurde dann noch ein weiteres Stück erweitert. Kommen wir vielleicht auch mal schon, dass wir die in irgendeiner Form mal abfahren. Aber jetzt habe ich erstmal für die Kombination entschieden, weil ich mal den Bus zeigen wollte. Also ich zeige generell gerne ein paar alternative Kombinationen, die vielleicht nicht unbedingt jeder fährt. Wie zum Beispiel den Bus hier. Und ja, sind wir überhaupt richtig? Nur 106. Ich hoffe einfach, dass wir richtig sind. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, wir fahren jetzt mal zum Betriebshof. Los geht's um ganz. Also ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir jetzt überhaupt haben. Können wir oben mal auf dem Ibis-Abklatsch gucken. Mit dem ich dann noch nicht ganz klar gekommen bin, aber ich habe mir so ein paar Eckdaten gemerkt, wie ich damit klarkomme. Jo, hier glänzt das alles ein bisschen. Das ist interessant, die Kreuzungen glänzen. Ja, die wurden extrapoliert dafür, dass wir jetzt hier langfahren. Das liegt nicht daran, dass irgendwie die Materials im Blender nicht so ganz so stimmen, sondern es liegt einfach nur daran, dass sie jetzt die Kreuzung poliert haben für uns. Oder
dass ich irgendwie das Licht anhabe und ich merke es nicht. Ich weiß es nämlich nicht. Jo, oh, da vorne, genau. Bäh. Ja, das mit der Bremse, das üben wir alles nochmal, Josh. So. Was haben wir hier denn? Boah, ist der laut von außen. So, hier 103 und 105. Amtsgericht, Busspur, alle Linien links. Dann da lang und dann da rechts und hier links abbiegen und dann... Ja, das sieht aber gut aus. Ja, dann ist hier der ZOB rechts, glaube ich. Jupp, da ist der ZOB. Okay, das heißt, wir sind auf richtigen Wegen. Ja, genau, das stehen wir erstmal auf einem Auto. Das ist toll. Das finde ich toll, Omsi, dass du mich einfach auf einem Auto absetzt. Ach, schön. So, komm mal raus da zur Seite. Und nein, da ist nicht irgendwie gerade ein Golf unter uns. Das tut nur so. Was ist hier irgendein Golf unter uns? Hat jemand was gehört? Unsere Geheimabmachung ist gefährdet. Man munkelt, ein Golf befindet sich unter uns. Wer wird wohl der Verräter sein? Ja, okay, gut, das... schön. Gut, ja, reiß dich einfach zusammen. Dann läuft das alles irgendwie so. Der Bus darf fahren. Wasser liegt ein Golf mit Warmlinkanlage da hinten. Na, den sehe ich nicht. Den habe ich nicht gesehen, Kollege. Das ist, halte ich alles für ein Gerücht. So. Können wir die Uhrzeit ablesen? 6.55 Uhr. Um 7 Uhr geht's los. Ich habe jetzt einfach mal hier etwas morgendliche Stimmung verbreitet. Ich weiß nicht genau, warum. Es war mir eine innere Genugtuung, das zu tun. So, ich fahre einfach mal über die Busspur. Vielleicht haben wir da etwas adäquatere Ampelphasen. Also stelle ich mir einfach mal vor, dass die hier ÖPNV-Priorisierung haben oder sowas in der Art. So, ja, oder auch nicht. Ich dränge mich mal ganz kurz auf die andere Autospur. Ja, aber da war ja gerade niemand. Also von dem ist... da sind viele Autos. Ich glaube, wir müssen da nach rechts. Ihr hört sich ein bisschen an wie so ein SD, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber, vielleicht ist das ja auch so. So, haben wir da denn... Ah, da haben wir Fahrt. Das hört sich immer nach Zug an. Ist das ein Zug? Ich vernehme, zügige Laute. Ja, genau, ja, so. Das hört sich nach Zug an. Also, ich glaube nicht, dass das ein Bus ist. Ansonsten wäre da irgendwas schief gelaufen in der Produktion. Haben wir einfach mal so einen Zugmotor eingebaut bekommen. Aber hey, warum nicht? Ich meine, das kann man ja auch mal so machen. Das ist alles gar keine, gar kein Problem. Es ist alles nur eine Frage der weitläufigen Interpretation. Deswegen läuft das alles. Oh, ein Unfall. Wo müssen wir denn hin? Darf ich... Ah, ich muss wahrscheinlich über die Busspur fahren. Das mit dem Fahrstil, das bessert sich gleich, wenn wir Fahrgäste haben. Keine Angst, keine Angst. So, und da geht es rein in die ZOB. Ich habe ja schon ein bisschen mal gelugt. Ansonsten wäre ich gerade hier im ZOB-Bereich nämlich nicht klargekommen. Da ist nämlich die Beschilderung etwas suboptimal, inadäquat, möchte man behaupten. So, wir stellen uns erstmal ganz kurz an den Steig 2. Da haben wir nämlich einmal Terminus. Da können wir ein bisschen umschildern und... Aber den ZOB, den finde ich schön gemacht. Das muss ich echt sagen. Mit den ganzen Schildern hier für die ganzen verschiedenen Buslinien. Finde ich gut gemacht. Dann schauen wir mal, dass wir irgendwie das mit der Beschilderung halbwegs hinbekommen. Das wird nämlich auch lustig. Oha! Jo, Mai, was ist denn hier los? Das empfinde ich jetzt aber als etwas suboptimale Parksituation. Ich mache mal hier Trick 17 mit Selbstüberlistung. Jo, wir fliegen mal ein bisschen über die Karte. Ich wollte euch die Karte von oben zeigen. So, ist jetzt hier ein bisschen weniger los. Zeigt nicht, ich lande wieder auf dem Taxi. Nee, es ist gut gegangen. Mal abgesehen von dem Bus, der hier immer noch... Das finde ich jetzt aber gerade nicht so doll. Die Frage ist, wann der abfährt, aber... Ich komme echt nicht durch. Wie begegnen wir diesem Problem? Da ist eine Lampe und da sind nur Bäume. Nur was Grünzeug, oder? Ist alles hier Non-Collision. So, merkt keiner. Einmal durch, einmal einen Ausflug in die Botanik wagen. Merkt keiner, so. Aber der Ersteller der Karte merkt jetzt, dass sie ein ZOB-Wendung wird, was noch nicht ganz stimmt, so. Oh, wie sind wir denn da vorbeigekommen? Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Nee, ich hoffe einfach mal, dass das gleich klappt. So, Steig 2. Die finde ich schön gemacht. Wenn die Busse auch die Parkposition einhalten würden, die sie haben. So, der Spiegel links leckt ein wenig, weil der ja auch noch im Bild ist. So, dann stellen wir es ganz kurz hierher. Ach, wir haben wahrscheinlich Bus kaputt gemacht. Genau, so. Wunderbar, der läuft wieder. Das heißt, wir können uns jetzt mal drum kümmern. 9.58 Uhr, gleiches Abfahrt. So, das war Route, das war, weiß ich nicht, das war... Ah, oh, das sind Zahlen, warte mal. Das ist Ziel manuell, das ist, weiß ich nicht, das ist Linie, glaube ich. 104.00.
Was sagt die Anzeige? Die sagt 10. Okay, das ist nicht rechter. Das ist nicht ganz rechter. Dann machen wir 104, 1 weiter vorne. Eine 0 weiter hinter. 104 jetzt vielleicht. 104, wunderbar. Ich bessere mich so. Genau, Richtung Weinheim. So. Eine Route habe ich eben nicht hinbekommen. Route. Ist das Route? Ich glaube, du bist Route. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Also ich habe mal rausgefunden, dass man da oben auch Ziel manuell einstellen kann und das immer mit Ziel 7. 0007. So, nicht 007, sondern 00007. Was piepst denn da? Was piepst? Hab ich einen Vogel? Ist irgendwas kaputt? Hilfe! Zur Hilfe, es piepst! Was piepst denn da? Hilfe, Hilfe, ich werde unterdrückt. Ich weiß nicht, was piepst da oben jetzt? Blöpp. Okay, jetzt hat's aufgehört. Finde ich interessant, so. Feststellbremse vielleicht lösen und dann ziehen wir mal zum Einstiegsgleis vor. So, hier rechts haben wir unseren Drehzahlmesser. Das finde ich auch äußerst interessant. So, hier haben wir Einstieg natürlich ohne Beschilderung. Warum denn auch? Wir wissen ja, wo der Einstieg ist. So, halten wir einmal hier. Wollen ja auch alle ran. Ach, die steigen auch hinten ein. Warum einmal... Alles auf, was wir haben. Dann sehen wir oben auch irgendwie, können wir die Differenz umschalten. Genau, hier können wir quasi in Abzählzeit schalten. Finde ich interessant. So, steigen eben alle ein. Nur das mit dem Fahrkartenverkauf in dem Bus ist etwas suboptimal. Die legen das Geld hier hin. Das schwebt da irgendwie. Und wir müssen halt Tageskarte. Vor allem, da steht 2 D-Mark. Ah, ne, sind 6 D-Mark. Die sind irgendwie übereinander gelegt. Das ist etwas suboptimal. Ich mache einfach mal hier den da. Und nehme das Geld weg, wie ich es bekomme. Und wenn ich es einfach nicht wegbekomme, dann bekomme ich es einfach nicht weg. So, machen wir alles zu hier. Ach, dieser Türwarnton, der ist einfach eine Pracht in sich. So, Haltestellenbremse gibt es automatisch, wenn wir die zweite Tür aufmachen. Also quasi alle anderen Türen. Und der Rest, erste Tür ist frei von Haltestellenbremse. So, hier fahren wir mal raus. Ansagen haben wir halt nicht, weil ich keine Route eingeben kann, weil ich blöd bin. So, dann müssen wir nach rechts raus, da geht es in unsere Richtung, 104. Und dann machen wir uns mal auf die Wege und entdecke viele multiple schöne Dinge hier auf die Map. Hoffe ich einfach mal, dass das so ist. Wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Wie gesagt, ich habe noch nicht viel angeguckt. Ich bin einmal Bustest gefahren, damit ich weiß, ob der irgendwie funktioniert und warum der vorne nicht anzeigt, aber an der Seite was anzeigt. Und wo wir halt hier aus dem ZOB raus müssen, aber ansonsten habe ich da noch nicht wirklich irgendwelche Dinge näher ergründet. Bis auf die Tatsache, dass wir hier anhalten müssen, obwohl hier quasi keine Haltestellenmarkierung ist. Aber hey, so. Dann steigt halt hinten ein. Ist okay. Nee, ist okay. Mir macht das dann nichts aus. Ich meine, mit mir kann man das dann machen. Ja. Ach, die möchte vorne rein. Wollen Sie kaufen Fahrkarte? Ich hätte gerne eine Tageskarte. Sie wollen kaufen Fahrkarte. Gute Wahl, so. Weil dann kriegen wir nämlich ein bisschen Kohle in den Gas. Wenn wir hier schon so ein, eine äußerst interessante Anschaffung getätigt haben. Ich glaube, die Gesellschaft hier heißt ja EbiTours oder sowas. Deswegen der interessante Bus, den sich die EbiTours hier angeschafft hat. Man muss ja irgendwie rentieren, ne? Weil der wahrscheinlich allzu teuer gewesen sein muss. Ich weiß es ja nicht. Aber das Dashboard finde ich echt interessant. Ist halt öfters mal was Neues. Soll ich wieder ein bisschen Sachen zeigen, die es hier so gibt? Jo, 104 geradeaus. Da ist grün. Ja, da war gerade noch grün, aber das ist immer noch grün gewesen. Das ist gar keine Frage, das war noch grün. So. Immer den Buckel hier runter. Ja, der Bus klingt echt interessant. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus einem SD und was anderem. Ja, die Bremse ist etwas schwach. Naja, das war ein bisschen stärker drauf. Ich meine, kann ja nicht schaden. Ist ein bisschen Training der Fußmuskulatur. Ich meine, ansonsten, wenn du bloß immer die Bremse anhauchen musst, dass du bremst, dann ist das natürlich, hat das nicht den Trainingseffekt, wenn man da einfach mal kräftig draufdappen muss. Und deswegen, ja, ist das natürlich ganz neu und innovativ hier eine Technik von Iris Bus, die hier zum Tragen kommt. Ja, so ist das. Und ich trinke vielleicht mal einen Schluck. So, trinken muss natürlich auch mit dem neuen Mikrofon. Das ist, hat sich leider nicht geändert. So, und wir dürfen fahren. Und zur Seite rausgucken geht trotzdem nicht. Das habe ich jetzt auch festgestellt. Ach ja. Was willst du tun? Was willst du tun?
vielleicht vorne Leute einsteigen lassen. Also ich glaube, der Haltewunsch ist das, das grüne Lichtlein ganz oben bei uns mit auf dem Dashboard. So, alle vorne rein, oder? Warum wollen die alle eben hinten einsteigen? Ja, sollen sie machen. Wenn die mich nicht sehen wollen, dann haben sie mich nicht verdient. Hallo. Schönen guten Tag. Eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte für die Dame. Bitte schön. Ist noch irgendjemand Fahrkarte haben? Bitte. Ja, die Dame noch Fahrkarte haben. So, mal mit mal zu und dann einmal weiter hier. Boah, da ist der Ton. Egal. Irgendwie werden wir es, glaube ich, überleben. Ich weiß nicht, ob wir das überleben werden, aber... Nee, ich weiß nicht, wie wir das überleben werden, aber irgendwie werden wir es überleben. Hoffe ich einfach mal. Und wenn es nicht so ist, dann... Könnt ihr leider auch keine Schadensersatzforderung mehr stellen, weil ihr es ja nicht überlebt habt. Deswegen ist das eigentlich eine Win-Win-Situation für mich. Und für euch ist es halt, da ist es einfach so, ne? Da machst du nichts, Kollege. Jo. Ich glaube, 50 dürfen wir, dann fahren wir einfach mal die 50. Interessant finde ich ja die Aufteilung auf dem Tacho in 30er-Schritten. Da haben wir ja früher immer, also zumindest bei... normalen, also bei deutschen Bussen haben wir es so gehabt, dass es immer 20er-Anteilungen sind, bei 20, 40, 60 und so Markierungen. Und hier haben wir es eben in 30er-Schritten. Bäh. Das mit dem Bremsen, das üben wir nochmal, bei Gelegenheit. Ich weiß ja nicht, bei welcher Gelegenheit, sondern die Frage ist, ob die auch grün haben. Habt ihr auch grün? Ich glaube, ihr wartet. Dankeschön. Dann können wir einmal rum hier. Aber man sieht den Nachläufer ganz gut. So, und rechts muss ich irgendwie schauen, wenn man relativ hoch sitzt. So. Kommt mal vorne rein, Leute. Ich bin auch nett. Ich beiß doch gar nicht. Ich labe nur ein bisschen Mist, aber ich beiß nicht. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Kommen Sie rein, Idiotenstube. Immer Kurzstrecke. So. Was vielleicht auch mal machen könnte, ist ein bisschen... Wie sieht es denn im Bus aus? Vielleicht eine etwas... Die Sicht. So, die ist auch schön. Oh, wir sind relativ hoch, merke ich gerade. Wir kleben förmlich an der Decke. Aber ist das das Licht an der Seite? Licht... Oh, sieht aber schön aus. Ich lasse das Licht vielleicht mal an. Morgens um kurz vor 7 vielleicht eine nicht allzu abwegige Praxis, die wir hier... Boah, ist das laut. Die wir hier vollführen. So, da können wir mal raus hier. Zack, hier raus, hier weiter, hier alle. Dude, das ist einwandfrei hier. Es läuft wie geschmiert. So, mal abgesehen von den 30 hier, aber hey. Da kannst du halt nichts machen. Da müssen wir halt ein bisschen vorsichtiger fahren. Ich meine, ich sehe ja eh nicht so viel. Oh, die Kreuzung glänzt. Das ist schön. Auf Hochglanz poliert. Ach ja. Um nur das Beste vom Besten hier in diesem Let's Play zu präsentieren. Es ist einfach so. Da musst du einfach woanders Abstriche machen, um hier die Qualität zu bieten. Was haben wir hier denn?